schön, dass du dabei bist. In diesem Video erstellen wir eine einfache Textanimation in After Effects. Dazu erstellen wir uns erstmal eine neue Komposition. Ich habe hier die Standardeinstellungen mit 30 Frames. Nennen wir die Komposition noch in Textanimation um. Danach wählen wir uns das Textwerkzeug aus. Funktioniert auch mit STRG und T und klicken einmal auf die Ebene. Hier können wir jetzt einen beliebigen Text schreiben. Diesen Text richtig unter Ausrichten noch in die Mitte. Und unter Zeichen kann ich hier die Schriftart, die Schriftgröße und die Schriftfarbe ändern. Die Schriftfarbe ändere ich hier einmal auf Weiß. Dann wollen wir unseren Text animieren. Dazu öffne ich einmal die Textebene. Dann finden wir hier einmal animieren. Einmal draufklicken. Und wir suchen uns hier die Position. Dann hat sich der Animator 1 erstellt mit der Position. Für diesen Animator 1 brauchen wir noch weitere Eigenschaften. Dazu gehe ich hier unter Hinzufügen, Eigenschaft und wähle einmal die Deckkraft. Und dann gehe ich nochmal auf Hinzufügen, Eigenschaft und wähle noch die Laufweite. Jetzt können wir hier die Position, die Deckkraft und die Laufweite bestimmen. Die Position setze ich hier auf 0 und 150. Die Deckkraft setze ich hier auf 0% und den Laufweitenbetrag setze ich hier auf minus 60. Jetzt wollen wir das Ganze noch animieren. Dafür muss ich die Bereichsauswahl 1 öffnen. Und wenn ich jetzt den Anfang verändere, sehen wir hier unsere Animation. Um das durchzuführen, müssen wir Keyframes erstellen. Ich bin hier am Anfang meiner Zeitleiste, setze einen Keyframe für den Anfang, gehe dann auf 1 Sekunde und 15 Frames und setze den Anfang dann auf 100%. Danach markiere ich einmal meine Keyframes, drücke die Taste F9 für Easy Ease, gehe dann noch in den Diagramm-Editor und passe hier die Kurve etwas an. Ich möchte hier meinen Peak in die Mitte. Danach gehe ich nochmal auf Animieren und wähle hier die Laufweite. Dann hat sich ein neuer Animator geöffnet, der Animator 2. Ich gehe hier auf 1 Sekunde, setze einen Keyframe für den Laufweitenbetrag, gehe dann auf 2 Sekunden und 15 Frames und setze den Laufweitenbetrag auf den Wert 20. Dann markiere ich wieder meine Keyframes, drücke die Taste F9. Und gehe auch hier wieder in den Diagramm-Editor und passe die Kurve an. Danach können wir den Text hier einmal zuklappen und können uns einen Hintergrund erstellen. Dafür hier einmal neben der Zeitleiste einen Rechtsklick auf Neu und Farbfläche. Ich kann hier jetzt eine beliebige Hintergrundfarbe auswählen. Diese setze ich dann unter meinen Text. Danach wähle ich einmal meine Textebene aus, dupliziere diese mit STRG und D, setze die Textebene unter meinen Haupttext, wähle sie aus und erhöhe jetzt hier die Schriftgröße circa auf 700 Pixel. Unter Ausrichten setze ich die wieder in die Mitte und unter Zeichen passe ich hier die Schriftfarbe noch dem Hintergrund an. Ist jetzt gerade nicht sichtbar. Aber das ändern wir, indem wir einen Effekt hinzufügen. Dafür gehen wir unter Effekte und Vorgaben und suchen uns den Effekt Schlagschatten. Einmal auf den Text ziehen. Ich setze hier die Entfernung auf 0 und die Glättung auf 200. Und für die Schattenfarbe wähle ich hier einmal wieder den Hintergrund aus. Klicke dann nochmal auf die Farbe und setze dann das Ganze etwas dunkler an. Und dann sind wir auch schon fertig mit dieser einfachen Textanimation.